Aber der Klaus ist ja heute nicht nur als unser Stargast zugegen, sondern wird auch die nächsten musikalische Quartette regelmäßig euch unterhalten. Und zwar mit der Rubrik Plattencover des Monats. Wer kennt das nicht? Samstagmorgen verkatert im Plattenladen. Wir lassen uns treiben und kaufen auch schon mal eine Platte nach ihrem Cover. Ist mir schon x-mal passiert, beispielsweise damals Adolf Neuss war so eine Sache. Da war ich, glaube ich, besoffen, als ich sie gekauft habe. Manchmal ist man sehr enttäuscht, manchmal ist man aber auch begeistert, dass man diese Entscheidung getroffen hat. Und Anregungen zu diesem Thema gibt euch unser heutiger Stargast und demnächst regelmäßiger Begleiter Klaus Lühr. Hier eine Platte rausgesucht von Franz K. Wir haben Bock auf Rock. Und ich meine, viel kann man dazu nicht sagen. Ich meine, ich denke, wenn man das Cover sieht, dann weiß man ungefähr, was einen erwartet. Nämlich irgendwas unglaublich Peinliches. Und ich glaube, ich habe mir auch nur das erste Lied angehört, was auch scheinbar der Hit ist. Das heißt auch zufälligerweise, wir haben Bock auf Rock. Der Chorus geht B-O-C-K Bock, R-O-C-K Rock. Die Musik dazu ist ja ungefähr genauso einfältig wie dieses Cover. Und ich denke, man, also hier ist es vielleicht mal ein gutes Beispiel dafür, dass man eine Platte nach dem Cover kauft und von vornherein weiß, was einen erwartet. Also das ist sicher keine Mogelpackung hier, sondern das ist 100% Schrott, was auf dem Tonträger konserviert ist. Hinten nochmal dasselbe, so ja wie von hinten fotografiert. Und ich weiß nicht, vielleicht, ja, ich habe mir die anderen Songs noch nicht angehört, ich lese mal einen Titel vor. Halt mich fest, Teil 2, Halt mich fest, Teil 1, Bye Bye Johnny, Coverversion von Chuck Berry, ein Song namens Ey Mann, oh, vielleicht sollte ich mir die Platte doch mal anhören, und Der König. Na gut, ja, also ich werde mal gucken, wie weit ich komme. Ich denke, spätestens bei B.O.C.K. Bock wird es dann wahrscheinlich nicht mehr, also bis zu bei Johnny oder zu A-Mann werde ich dann doch nicht mehr vordringen, aber ich glaube, ich verpasse auch nichts, weil es geht ja schließlich auch nicht um die Musik bei dieser Platte, sondern ums Cover. Okay.